Hallo, ihr Gewirrlinge. Jax, der Ex-Alp, die Bestie von Xakor, ist immer noch im Hort der Kleriker. Oh. Es ist Nacht. Schick, schick. Ja, es gab zuletzt einen Einbruch im Archiv und da hat der Held einiges an Büchern dabei und die will ich mir mal alle durchlesen jetzt am Anfang. Das wird eine Weile dauern. Und da ist auch das eine Questbuch dabei. Erstmal hier, was ist hier neu? Hier ist das meiste neu, jawohl. Oh je, oh je, oh je. Also Arvids Lehren mache ich mal zuletzt. Also erstmal gucke ich mir das hier an. Weg. 50 gibt es sogar, aha. Also, Abhandlung über Elex. Klimatischer Wandel. Meine Nachforschungen über das Klima in der alten Welt haben mich zu einer interessanten These gebracht. Elex hat Einfluss auf die Außentemperatur und damit auf das Klima. Xakor war vor dem Einschlag des Meteoriten ähnlich mild wie Abessa, aber in den letzten Jahrzehnten ist seine Temperatur deutlich gesunken. Die Eislandschaft, die wir heute kennen, ist also noch sehr jung. Die Antwort liegt im Elex. Seit die Alps es in Massen ansammeln, hat sich die Abkühlung deutlich beschleunigt. Große Mengen Elex kühlen die Welt deutlich ab. Das zeigt umso mehr die Gefahr, die von Elex ausgeht. Wir müssen uns davon reinigen. Ja, das habe ich schon mal vermutet, dass also das Elex die Umgebungstemperatur senkt, das ist ja überall zu sehen. Und dass Xakor vorher nicht eisig war, das hatte ich auch schon mal irgendwann vermutet. Wie gesagt, Arvids Lehren ganz zum Schluss. Bericht eines Botanikers. Erstmal die Punkte abholen. Ich bin nicht sicher, ob die Punkte auch kommen, wenn ich das direkt lese. Bericht eines Botanikers. Bericht. Probe I-56 ist eingegangen. Bis jetzt hat noch keine länger ohne Licht überlebt. Probe R-23 wächst mäßig. Das künstliche Licht hilft. Passe das Spektrum noch minimal an und setze damit Probe R-24 an. Es geht zu langsam. Wir werden hungern, bevor wir eine Lösung gefunden haben. Wäre doch nur Mr. Gidden noch hier. Er hatte bereits einige Lösungen ausgearbeitet, wie Pflanzen in einer Kapsel im All gepflegt werden können. Das Problem habe ich zu übertragen versucht, aber seine Aufzeichnungen sind so schlampig geführt. Das Wasser ist kontaminiert. Mir ist es heute Morgen bei meinem ersten Rundgang an den Proben B467, 468 und 469 aufgefallen. Zuerst wollte ich das Wasser entfernen und das Leck melden, aber als ich die Proben gerade entsorgen wollte, fiel mir eine Veränderung an den Pflanzen auf. Sie sind nicht eingegangen, wie ich es bei verseuchtem Wasser erwartet hätte. Habe alles belassen, wie es war und werde beobachten, was passiert. Tag 62 nach dem Einschlag. Mutationen. Sie schreiten sehr schnell voran. Ich habe das Leck und meine Beobachtungen weitergegeben. Das Wasser musste untersucht werden. Ich konnte nicht feststellen, was für eine Substanz diese Neuerung hervorgerufen hat. Hoffentlich finden die Leute im Labor mehr heraus. Na, wahrscheinlich Elex. Dann Bericht eines Laborleiters. Wieder Bericht. Tag 63 nach dem Einschlag. Was scheint hier weiterzugehen? Kontaminiertes Wasser aus mehreren Bereichen. Alles enthält dieselbe merkwürdige Substanz. Sie muss mit dem Meteoriten gekommen sein, denn ihre Struktur ähnelt nichts, was wir kennen. 3/4 des Personals zur Untersuchung der Substanz von anderen Aufgaben abgezogen. Tag 64 nach dem Einschlag. Erste Fälle von Menschen, die mit dem kontaminierten Wasser in Berührung kamen. Meine Leute haben die molekulare Struktur der Substanz noch nicht entschlüsseln können. Dann Oberarzt. Halt! Wo war ich denn gerade? Scheiße. Da. Also jetzt aus medizinischer Sicht. Tag 64 nach dem Einschlag. Kontamination des Wassers hat erste Krankheitsfälle verursacht. Habe ein Ärzteteam darauf angesetzt. Tag 65 nach dem Einschlag. Mutationen. Weiße Haut, emotionale Kälte, Schmerzen. Isolation aller Fälle. Genaue Beobachtung des Verhaltens. Tag 66 nach dem Einschlag. Erster Todesfall. Suizid. Habe höchste Sicherheit für die anderen Fälle angeordnet. Tag 67. Unterschiedliche geistige Entwicklung der einzelnen Betroffenen. Die meisten degenerieren langsam. Nur ein Subjekt bleibt bei klarem Verstand. Tag 69. Aggression. Unkontrolliert stark. Mehrere Verletzte. Mussten bis auf ein Subjekt alle einschläfern. Nur Subjekt A5 zeigt andere Entwicklung. Mehrere Vermutungen warum, aber keine gesicherten Erkenntnisse. Obduktion der anderen Subjekte angeordnet. Tag 70.
Elex als hochgiftige Substanz eingestuft. Subjekt A5 hat in Experimente eingewilligt. Rationales Denken nicht beeinträchtigt. Gefühlszentrum des Gehirns vollkommen verändert. Höchste Sicherheitsstufe im Umgang mit Elex angeordnet. Obduktionen ergaben umfassende körperliche Mutationen. Wie geht es jetzt hier weiter? Das ist spannend. Tag 79 nach dem Einschlag. Subjekt A5 versuchte aufzubrechen, wurde nur mit Mühe vom Sicherheitsdienst wieder in Gewahrsam genommen. Doppelte Menge Sedativ verordnet. Subjekte ruhig gestellt. Wissenschaftsteam zusammengestellt. Wir versuchen herauszufinden, wie Mutationen verursacht werden. Vielleicht kann ein Nutzen aus dem ausgeprägten rationalen Denken gezogen werden. Tag 134. Keine brauchbaren Ergebnisse. Subjekt A5 ist sozial kalt. Es denkt nur logisch und setzt den eigenen Erhalt daher als oberste Priorität. Wir haben keinen Nutzen für diese Eigenschaften gefunden. Die negativen Effekte des Elex konnten wir nicht abmildern. Alle weiteren Versuchsobjekte degenerierten. Nur wenige mit besonders starken mentalen Eigenschaften wurden wie Subjekt A5. Projekt wird eingestellt, alle Subjekte werden eingeschläfert. Und ein Bericht eines Technikers. Tag 62 nach dem Einschlag. Mehrere Meldungen zu kontaminiertem Wasser. Überprüfung der Wasserleitungen in den Abschnitten D3 und F2. Kein Leck gefunden. Trotzdem gibt es in allen Bereichen, die darüber mit Wasser versorgt werden, Meldungen. Gehe mit einem Team das gesamte Leitungssystem entlang. Irgendwoher muss die Kontamination kommen. Kein Ergebnis. Arbeiten morgen weiter. Tag 63 nach dem Einschlag. Kontamination schreitet voran. Abschnitte D4 und 5 sowie A1 sind ebenfalls betroffen. Schicke Teams los, um alle Leitungen zu prüfen. Gehe selber zur Hauptleitung. Wir müssen den Grund der Kontamination schnell finden. Tag 64. Fast das gesamte Wassersystem ist betroffen. Die Laborjungs haben Proben aus dem Boden entnommen. Es ist überall. Keiner weiß, was das Zeug ist. Habe Leute daran gesetzt, eine Methode zum Filtern der Substanz zu finden. Evakuierung der Wohneinheiten zu nicht betroffenen Bereichen. Tag 65. Filter funktionieren. Bauen das gesamte Wassersystem um. Man kann Elex also rausfiltern. So, Arvids Lehren. Wie gesagt, ganz zum Schluss. Was ist hier noch? Kriegsgeschichte. Die Wahrheit über Eisenfaust. Ist das ein... Eisenfaust war doch so ein Berserker, oder? Da unsere Brüder und Schwestern immer wieder durch Gerüchte verunsichert werden, stelle ich hier ein für alle Mal klar, wie Erik Eisenfaust unsere Roboter besiegen konnte. Es war zu einer Zeit, als die Berserker begannen, furchtloser zu werden. Sie pflanzten ihre sogenannten Weltenherzen nicht nur in Edan, sondern bedrohten den ohnehin schon fragilen Frieden durch ihre Invasionen. Um diese Waldmenschen in ihre Schranken zu weisen, schickten wir 2 Dutzend Kampfroboter. Sie trafen am Weltenherz auf eine Verteidigungsstellung. Unter den feindlichen Kämpfern befand sich auch Eisenfaust. Doch er besiegte die Roboter nicht, wie die Berserker es behaupten, mit den Kräften ihres Mana. Er hatte sich stattdessen zuvor bei einigen verräterischen Brüdern und Schwestern eingeschmeichelt. Zusammen sabotierten sie die Roboter, sodass ihre Energieversorgung versagte und Eisenfaust sich als Held feiern konnte. Jeder einzelne dieser Verräter wurde ausfindig gemacht. Unsere Suggestoren bekamen die Wahrheit aus ihnen heraus und nach ihrem Geständnis wurden sie von ihrem falschen Weg gereinigt. Aha. Die Frage ist, ob das jetzt glaubhafter ist als die Version der Berserker. Die Berserker haben ein Interesse daran, den Sieg über die Kleriker von Erik Eisenfaust als Folge des Mana und damit der Weltenherzpflanzerei darzustellen. Aber genauso haben die Kleriker natürlich ein Interesse daran, eine rationale, einfache, zukünftig vermeidbare Erklärung zu finden. Die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte, wer weiß. Dann, Schrift zum Kalenderjahr. Neue Zeitrechnung. Die Zeitrechnung ist für die Ordnung unserer Welt unerlässlich. Nachdem der Meteorit auf unsere Welt schlug, geriet die alte Ordnung durcheinander. Nachdem sich unsere Gemeinschaft von der Katastrophe erholt hatte, stellten unsere Wissenschaftler eine neue, angepasste Zeitrechnung zusammen. Jeder Gläubige muss sich an diese Zeitrechnung anpassen, um Verwirrung zu vermeiden. Ein Jahr hat 11 Monate. Unsere Zeitrechnung beginnt mit dem Tag des Meteoriteneinschlags im Jahr 0. 11 Monate. Und das heißt also, wenn man jetzt im Jahr 160 ist, also die Frage ist, was ist ein Monat? Und was ist ein Tag? Also ein Tag auf einem anderen Planeten wie Magellan muss ja nicht genauso lange dauern wie auf der Erde. Aber nehmen wir mal an, es wäre genauso lange.
dann wären trotzdem bei einem 11-Monats-Jahr, wären ja, war ja ein Monat das Jahr kürzer. Und bei 160 Jahren würde sich das auf 160 Monate summieren, die fehlen. Und das wiederum wäre nach irdischen Maßstäben ja auch wieder 13 Jahre ungefähr. Also eigentlich nach irdischen Maßstäben sind also erst 150 Jahre vergangen. Aber das ist, diese Logik ist eigentlich Quatsch, weil wenn bei denen ein Jahr auch einmal der Umlauf ihres Planeten um die Sonne ist, dann ist es ja völlig egal, ob das länger oder kürzer ist als das der Erde. Ja, weil sie müssen ihr Jahr ja auch so einteilen, dass am Anfang, also dass der Sommer immer im gleichen Monat ist und der Winter immer im gleichen, sonst macht ja eine Jahreseinteilung nicht wirklich Sinn. Egal, ich lese weiter. Verbotenes Tagebuch. Verbotenes Tagebuch. Meine Forschung. Ich habe herausgefunden, dass unsere Leute bereits sehr früh Experimente mit Elex durchgeführt haben. Darüber gibt es vereinzelt Schriften, die allesamt unter Verschluss gehalten werden. Mir ist klar, dass meine Forschungen geheim bleiben müssen. Meine Brüder und Schwestern würden mich nicht verstehen. Sie sind verblendet durch ihren blinden Glauben. Aber das Elex ist eine besondere Macht. Wir nutzen sie nur als Energiequelle für die Maschinen, aber ich glaube, dass man den Menschen durch Elex perfektionieren kann. Bis jetzt hat es noch niemand gewagt, weiterzugehen. Es gibt Aufzeichnungen von Fällen, in denen Elex nicht dazu führte, dass der Konsument degenerierte. Ich habe herausgefunden, dass es einen Zusammenhang mit der Willensstärke gibt. Die geistige Stärke bestimmt, was Elex aus einem macht. Wenn man genug Stärke besitzt, verleiht einem Elex große Macht. Ich werde diese ergreifen. Meine Experimente schreiten gut voran. Ich habe eine Dosierung gefunden, die für meinen Organismus gut bekömmlich ist. Natürlich habe ich niemanden eingeweiht. Deshalb musste ich meine Fehlversuche selbst ertragen. Ich gehe dabei sehr vorsichtig vor, aber bald muss ich es nicht mehr verstecken. Ich streife all diese lästigen menschlichen Gewohnheiten ab. Mein Verstand funktioniert besser denn je, weil ich nicht von diesen unnützen Gefühlen abgelenkt werde. Ich habe bereits angefangen, Ausgewählte in mein Geheimnis einzuweihen. Nur die Stärksten teste ich überhaupt auf ihre Eignung. Nur die Blässe lässt sich schlecht verbergen. Vermutlich sind schon einige auf mich aufmerksam geworden, aber meine Forschung ist so gut wie beendet und von menschlichen Gewissensbissen werde ich nicht mehr von meinen Zielen abgelenkt. Das war wohl irgendein Kleriker, der dann doch Elex genommen hat, was ja streng verboten ist, dieser Fraktion. Genauso wie bei den Berserkern, das ist auch verboten. Bei den Outlaws wäre es nicht verboten, aber die machen das halt eher in ihre Stims. Dann habe ich hier das Foto 19. Jo. Und das Kartenstück 11. Jo. Und dann. Das Werk, das Eva interessiert. Arvids Lehren. Plus 100 sogar, wow. Göttliche Offenbarung. Es gab eine Zeit, in der mich Verzweiflung packte und ich keine Antwort wusste. Der Sinn hinter all den Schrecknissen hatte sich mir entzogen. Ich war verloren. In dieser schwarzen Stunde offenbarte sich mir Kalan in einem Traum. Er wies mir seinen Weg. Wir sind Auserwählte. Wenn wir uns an Kalans Gebote halten, werden wir seine große Prüfung bestehen. Dafür müssen wir unseren Geist reinigen. Wir müssen all den Dreck von unserer Seele waschen. Kalan verlangt absolute Hingabe an seine Mission. Es ist unsere heilige Pflicht, jede verlorene Seele auf den Pfad der Reinheit und Erleuchtung zurückzubringen. Ich wurde ausgewählt, um Kalans Willen zu verkünden. Deshalb schreibe ich auf, was mir in seiner göttlichen Erleuchtung zuteil wurde. Ich erfuhr von seinem großen Plan, der die Welt erneuern soll. Der Meteorit war der erste Schritt. Die Aufgabe der Gläubigen ist es, den Weg zu bereiten. Nur wer in seinem Glauben unerschütterlich ist, wird die Erlösung erfahren. Und glaubt mir, Erlösung wird für alle kommen, die Kalans Prüfung bestehen. Ich werde euch genau erklären, was ihr dafür tun müsst. Solange ihr alle Gebote beachtet, seid ihr reinen Herzens. Das ist jetzt irgendwie für mich, also ich hätte jetzt einen mit größeren Enthüllungen gerechnet. Hier steht ja im Grunde genommen nur drin, dass Kalan angeblich den Meteoriten auf die Erde, also aus den Planeten hier geschickt hat. Ich habe irgendein Rezept gefunden, ein neues. Ach, das wäre ein Rezept für Brotsuppe. Das war aus der Kantine noch. Jawohl, stimmt. Was war hier neu? Die Bohnenliebe. Das hier ist die letzte Aufzeichnung.
Ich gebe es auf. Ach komm. Ja, das haben wir schon gehört. Okay, und was ist hier neu? Ah, die CD hören ist ein Quest-Ding. Ja, das stimmt. Ach, das ist dieser Bug wieder, ja. Dann, was ist hier neu? Da ist nur neu, was ich noch Lernpunkte habe. Und hier Attributspunkte, richtig. Aber die hebe ich ja auf für irgendwelche Quest... nein, nicht Quest, Fraktionsbäume. Hallo, ihr wollt nicht zu mir, stimmt's? Gut. Okay, Eva. Eva, wir haben ein Date. Wo ist denn Eva eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ach so, ist es vielleicht sinnvoll, dass ich vorher, bevor ich zu Eva gehe, vielleicht die Sache mit der Konsole hier kläre und Karl, der aber gar nicht da ist im Moment. Es ist jetzt keine schöne Art, von mir in fremden Betten zu schlafen, aber ich würde doch ganz gern mal irgendwo den Helden schlafen lassen. Hier gäbe es noch eine Truhe. Speichern. Jetzt muss ich erstmal das Ding wechseln, das Amulett. Ich brauche das des Abenteurers. Kann ich den Bogen nicht mehr benutzen? Das war wohl nichts. Naja, komm. Dietrich. Das geht. Das war wohl nichts. Okay. Dietrich. Ist das so, wie ich es denke? Das war wohl nichts. Also so, so. Zu einfach. Naja, komm. Heiltrank, Feuer, Teufel, Elixit, Plasmazelle und Energiezelle hat keiner gesehen. Feuerteufel ist eine neue Stimme, glaube ich. Aber erstmal ganz wichtig wieder hier. Umstellen auf Amulett des Jägers. Dann klappt es auch wieder mit dem Bogen. So, genau. Jo. Die Stimme ist nicht neu. Habe ich schon mal gefunden. Richtig. So dunkel ist mir auch was. Aber ich wollte eigentlich den Helden schlafen lassen. Das war ja nur hier neben Geplänkel. Darf ich hier mich in ein Bett legen? Da gab es noch eins, oder? Hier. Ich schlafe bis zum nächsten Morgen. Gut. Dann bist du auch wieder heile. Und dann ist unten auch Karl wieder auf dem Posten. Mit dem möchte ich nämlich sprechen, wegen der Sicherheitskonsole. Und meinem natürlich hochoffiziell freigegebenen Zutritt zum Archiv. Und dann kann ich auch, wenn ich dann unten reinlaufen kann, auch mit den Archivaren mal sprechen, die vielleicht dann was zu erzählen haben. Könnte möglich sein. Stimmt's? Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben, bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Ich bin befugt. Mach den Weg frei. Und warum sollte ich dir diesen Gefallen tun? Das Archiv und unsere Forschungen sind nicht für jedermann bestimmt. Weil ich die Zugangsberechtigung besitze. Das lässt sich überprüfen. Einen Moment. Hahaha, na? Tatsache, deine Aussagen stimmen, obwohl ich mich nicht entsinnen kann, deinen Namen bei der letzten Kontrolle gesehen zu haben. Unter diesen Umständen hast du natürlich das Recht erworben, passieren zu dürfen. Ich bitte dich aber, die Archivare nicht in ihrer Arbeit zu stören. Schweigen ist eine Tugend, die von ihnen gewürdigt wird. Eine Sache noch zum Archiv. Woran forscht ihr zurzeit? An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind. K
körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf dass wir sie effizienter bekämpfen können. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst. Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Aha. Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Natürlich. Das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden. Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Mhm. Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken. Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Kommt es dabei oft zu Zwischenfällen? Wenn eine Expedition gut geplant wurde, nicht. Natürlich gibt es auch Einsätze, die nicht reibungslos verlaufen. Aber wir gehen immer öfter dazu über, unsere Maschinen so gut es geht für diese Aufgabe einzuspannen. So, mehr kann ich dir jetzt aber nun wirklich nicht erzählen. Die Fragestunde ist beendet. Oh, ich wollte noch fragen, ob ihr Hilfe braucht. Hallo. Theorie und Praxis müssen sich die Waage halten. Okay, mit ihm kann ich nicht mehr reden. Schade, aber ich glaube, das hätte auch keine Queste gestartet, wenn ich ihn jetzt gefragt hätte, ob er noch Unterstützung braucht. Das glaube ich nicht. Was war denn das gerade? Piep, piep. Ja, alles gut, ich darf hier rein. O'Dre ist nur mein Aktentaschenträger. So, es heißt, ich soll die Archivarin nicht ansprechen. Genau das habe ich aber vor. Wenngleich ich nicht glaube, dass da jemand eine Queste startet. Archivar. Ich muss mich konzentrieren. Mhm. Ja, dachte ich mir. Ich muss mich konzentrieren. Du findest, oder du siehst seit Ewigkeiten hier kein Tageslicht, weil du nur in diesem Ding hier unten arbeitest. Du kannst genauso gut auf einem Raumschiff unterwegs sein. Und der fängt auch schon an zu stinken hier. Oder machst du jetzt was? Ach, es ist alles irgendwie komisch organisiert hier bei euch. Wo sind denn noch Archivare gewesen? Da. Störe mich nicht. Okay, also ich glaube, die kann man nicht ansprechen. Und es gibt ja auch niemanden mit einem eigenen Namen. Sodass ich glaube, ich kann zu Eva gehen. Mal ein bisschen abkürzen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich Eva wiederfinden muss. Die war in irgendeinem Durchgang. Da unten, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Eva! Lasset uns beten. Lasset uns beten. Jawohl. Eva war nicht hier. Wo war denn Eva? Da ist Eva. Okay, das orange Ding ist Eva. Die ist tiefer. Dann kann ich auch hier lang gehen. Hüpf. Efi! Geradeaus. Oh, hier liegt was. Wenn es gerade keiner sieht. Eisenerz. Efi. Hier ist Efi. Guck, guck. Suchst du etwas? Ja, hier. Ich habe, was du wolltest. Unglaublich. Jetzt kann ich endlich das Wort des Propheten ungefiltert erfahren. Du hast wirklich etwas gut bei mir. So, so. Da ich bei denen hier nicht beitreten will, nach wie vor. Wenn das so ist, zahl mich aus. Ich kann, was du für mich getan hast, nicht in Splittern aufwiegen. Dieses Werk ist unbezahlbar. Versuch es einfach. Naja, viel habe ich nicht bei mir. Meine Nahrung ist mein Glaube und die meisten Splitter habe ich gespendet. Ich hoffe, du bist hiermit zufrieden. Ach ja,
Sollte ich irgendetwas Interessantes in den Schriften entdecken, lasse ich es dich wissen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Boah, das gab 55 Splitter. Super. Toll, Eva. Ganz toll. Oh, jemine. Aber es kann sein, dass sie noch eine Quest für mich hat. Hier ist irgendwie was... Ja, Evas Notizen. Aber das nutzt mir als gerade nichts. Sie liest da. Sie kann eigentlich nicht sehen, wenn ich diesen Hammer nehme, richtig? Ist das hier ihre Bude oder was ist das hier? Ach, es ist ihre Wohnung, offensichtlich ihre Wohneinheit. Wie es hier wohl heißen wird. Ja. Das ist Evas Badezimmer. Und das hier ist... Ich glaube, das ist die Toilette, oder? Die ist schon doch immer dieses Loch, aber wie macht man das als Frau eigentlich? Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Also die Frage, die ich gerade... Habe ich dich eingeladen? Ich gehe einfach. Ich gehe einfach so. Okay, dann würde ich mit dem Rundgang durch den Hort weitermachen. Ich glaube, ich war zuletzt an der Stelle, wo ich diese Technikerin gefunden habe. Anna, oder wie die hieß. Hieß die so? Oh. Namen. Hört mir zu, ihr Jünger. Und ich habe noch die Queste offen mit dem Elex-Schmuggel. Ich habe noch die Queste offen mit diesem neuen Feldherrn, der gesucht wird. Wenngleich ich das nicht hier mache, sondern irgendwo woanders bei der anderen Fraktion. Und die Geschichte mit dem Werkzeug-Ding, das ich bei diesem Godehard abgeben soll. Oder Godebert oder wie der hieß. Aber das mache ich absichtlich nicht. Weil ich irgendwie die Vermutung hege, dass das doch was mit diesem Elex-Schmuggel zu tun hat. Das mache ich erst dann, wenn der Elex-Schmuggel sich irgendwie anderweitig aufzulösen beginnt. Und wo war die? Ich bin hier durchgelaufen, richtig? Das war die Werkstatt. Da hinten, das ist ihr Posten. Um ehrlich zu sein. Genau, du bist Anna. Anna hieß du, richtig. Eisenerz. Kann ich hier noch was wegnehmen? Das sieht sie. Ja. Also hier ging jetzt der Rundgang weiter immer rechts herum. Ja, so ein bisschen was ist es schon noch. Und mit diesem Rundgang geht es dann weiter ab dem nächsten Teil. Bis dahin.